Herzlich willkommen zurück bei The Panic Room. Voraussichtlich erscheint diese Folge am 5.6. Bin mir nicht sicher, müsste aber so sein. Wir steigen direkt wieder ein. Also es ist auch aufgenommen im Voraus, ne? Weil ich ja erst dann quasi heute irgendwann abends, nachts wiederkomme. Was das hier mit den Figuren schon? Sieht fast so aus. Also ich werde auch hier mit etwas Verzögerung auf Kommentare eingehen, aber das sollten wir alles hinkriegen. Wir sind hier wieder zurück, nicht bei The Panic Room, sondern beim Schmetterlingsjagdsimulator. Also Jenny schickt uns Schmetterlinge suchen, jetzt ist wohl der Schwalbenschwanz dran. Gut, machen wir das. Es war eine kleine Sammlung, sodass nur ein Schmetterling geblieben ist, der Schwalbenschwanz. Der hat doch Schwänzchen an den Schwingen, gelb-schwarz, das haben wir schon gelesen, sehe ich gerade. Genau, und hier sind wieder diese haufenweise Tasks, die wir hier haben. Ja, die kann ich nicht fangen, das kostet Geld. Wir müssen halt öfter in die Räume. Schauen wir mal hier in den Vorraum, da sind wir nicht so oft. 25, huch! Vielleicht wird das eine kurze Folge. Mal gucken. Katzenstatuette. Das ist was Neues. Also, Handschuh haben wir hier. Hut ist auch einfach die Maske. Nein. Nein. Ist doch die... Ah, nee. Okay. Ja, das wird ja lustig hier. Das fängt ja schon mal prima an. Ich finde jetzt schon nichts mehr. Brauchen wir die? Hier, das ist das Gebäck. Katzenstatue. Hier, das ist die. Okay. Petroleumlampe und Maske. Petroleumlampe. Und die Maske. Dann haben wir alles. Hoffentlich haben wir die Vorherrschaft. Ne, Oberhand. Oberhand natürlich. Ja, ganz solide. Für einen Anfang. Der Schwalbenschwanz haben wir erfüllt. Huch. Okay. Schön. Kriegen wir wieder ein tolles Puzzle. Ich erinnere mich, er wurde in meiner Gegenwart gefangen. Ein kleiner Junge mit einem langen Kescher und einem Einwegglas strahlt von Glück. Okay. Was mir übrigens aufgefallen ist, ihr Lieben, ich schätze mal, dieses Let's Play wird sehr, sehr lange gehen. Denn wir sind hier noch ewig nicht so weit. Na, wir haben jetzt ein Puzzle gelöst. Es sind wohl 9 oder 10. Das kann ewig gehen. Naja, ich freue mich drauf. Mal gucken, was uns erwartet. Auf der Lauer. Ah, da bist das. Ah, das. Okay, nochmal von vorne. Mit ein bisschen Konzentration. Sonst wird es heute nichts mehr. Also, fangen wir ganz von vorne an. Jenny Wallace. Ah, das bist du, Miche. Guten Morgen. Heute sind wieder frische Lebensmittel da. Interessant. Wer bringt sie nur? Einmal wollte ich nachforschen, habe mich im Keller versteckt. Aber ich habe eine schlechte Sehschärfe und konnte nicht herausfinden, wer das war. Vielleicht versuchst du es. Ja, okay. Ab in den Keller. Ich denke mal, es wird dunkel sein. Ja. Das Bügeleisen. Der Schöpflöffel. Was macht denn der im Keller, bitteschön? Was macht denn die Teigrolle im Keller? Das Auto. Ui. Was? Das ist nicht das Auto. Natürlich ist das das Auto. Was soll denn das sein? Flasche Wein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Geht das hier wieder los? Ich sehe wieder nichts. Die Flasche Wein. Ah ja, okay. Aber das ist trotzdem das Auto. Ja, danke. Durch das Schlüsselloch haben sie gesehen, wie Jim und noch ein paar Leute die Küche mit großen Kartons in den Händen betraten. Sie haben den Inhalt schnell ausgepackt und im Kühlschrank verstaut. Dann gingen sie weg. Aha, Komplizen.
Oder das ist halt deren Bewährungsprobe. Wir wissen es nicht. Oh, schön. Freiheitsstufe 10 und wieder, hier oben haben wir es, 10 dazu. Neuer Bereich. Ihnen ist der neue Bereich der fliegende Drachen im Hof zugänglich. In der Interaktion mit ihm können Sie einzigartige Objekte bekommen. Ja, wie überall auch, ne? Gut. Was ist hier? Das können wir zusammenstellen. Schön. Nee, können wir nicht. Warum nicht? Ah ja, hier fehlt noch was. Okay. Ja, dann ist das nicht so wichtig. Alles kaufen, was soll denn das? Jetzt muss man Schmetterlinge ans Papier heften und ins Album einfügen. Wollen wir Fäden, Nadeln und Alben finden? Ja, wir finden. Wir kaufen nicht. Auch wenn es hier nur virtuelles Geld kostet. Was ist denn das? Innenhof. Okay, gucken wir es uns mal kurz an. Setzen Sie das Erdgeschosspuzzle zusammen und öffnen Sie den Durchgang. Okay, alles klar, das geht noch nicht. Der Jack, die Taste. Okay. Pass auf, Michi. Darf ich etwas bitten? Meine Uhr ist kaputt. Ich brauche die Taste. Es gibt sicher viele Uhren in dem Verkaufsautomat, aber sie gehen nicht recht. Sie sind nicht dafür gemacht. Aber meine gehen, seitdem ich ins Haus gekommen bin. Punkt. Ja. Wenn du die Taste siehst, bringst du sie? Ja, gerne. Machen wir einfach, ne? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Einmal, was ist denn das? Was ist denn das? Mhm. Die Geige. Handschuhe brauchen wir nicht. Das Notenblatt. Dieser saudämliche Kelch oder Vase. Und was ist jetzt das? Das ist jetzt wieder die Frage. Was das wieder sein könnte. Das ist der Käse. Okay. Das war einfach. Wunderbar. Erfüllt. Warte mal. Erfüllt. Vollenden. Jim, es sieht ihm ähnlich aus. Aha. Einerseits hilft er uns, den Häftlingen des Hauses, und gleichzeitig hilft er dem Puppenspieler. Sei ihm nicht böse, er will nur das Beste für alle. Er ist doch der Leiter der Nachfolger. Du weißt noch nichts von ihm? Jim wird dir einstweilen nichts erzählen. Ich weiß aber wenig davon. Was? Ja, da ist die Übersetzung wieder grandios gelungen. Egal, Uhrenreparatur. Wir machen hier direkt weiter. Wohnraum warm war. Gucken wir in den Vorraum. Auch wieder 25. Sie bleiben unten. Jim steigt die Treppe herauf. Wollen wir beginnen? Ja, machen wir. Was machst du dabei? Zug, da war wieder dieser Geist. Das macht mich ganz nervös, nicht dass da noch was passiert. Okay, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Doch, okay. Das Zeug ist wohl doch öfter am gleichen Platz. Was dürfte das? Nein. Ist nicht das? Nee, die hier, genau. Wo ist jetzt der? Aha, das macht natürlich Sinn. Und die Maske oder diese Statue, ne? Da war wieder der Geist. Nee, hier komme ich nicht mehr her. Man muss ein bisschen warten, bevor... Hast du gesehen? Ja. Jim steigt schnell zu ihnen herunter. Etwas im Gehen in Notizblock aufschreiben. Okay. Wird schon passen. Tagebuch. Warte, wir... vollenden das erst. Wunderbar. Ja, Schnauze. Und jetzt gehen wir ins Tagebuch. Der gute Arzt erwies sich nicht so einfach zu sein. Ich habe durch das Kellerschlüsselloch gesehen, wie er zur Küche Lebensmittel holte. Jenny sagte, dass es ihm ähnlich ist, gleichzeitig den Gefangenen im Haus und dem Puppenspieler zu helfen. Solches Verhalten ist irgendwie damit verbunden, dass er der Leiter der Nachfolger ist.
Ich muss mehr über sie erfahren. Ja, das müssen wir. Worin liegt das Geheimnis? Nebel oder Dampf? Man muss heimliche Gatter suchen. Doch welche der Dampf beaufschlagen könnte? Ja, dieses Wort ist interessant. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, wir haben es in etwa kapiert. Okay, wieder der Vorraum. Ich glaube, das mag er gern. Ja, hier steht's auch dann bei Dunkelheit. Okay. Ach du Scheiße. Oh. Ja, die Lampe könnte eigentlich auch leuchten, wa? Der Schirm ist jetzt nicht hier. Damentasche. Was? 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 Der Schirm, okay. Ja, ist es wieder die, die hier hing? Tja. Auweia. Hier ist die Uhr, genau da erinnere ich mich noch dran. Die Damentasche. Komm, hör mir auf. Gut. Jim sucht die Treppe durch, wann darauf milchweißer Schatten erscheint. Der Mann zuckt zusammen, wendet sich um, schaut sie an. Durch etwas. Der Nebel reißt. Ja, es ist hier wirklich ein Geist. Ich bin wohl nicht ganz blöd. Also es stimmt wohl, okay. Worin liegt das Geheimnis? Erfüllt. Gut, wieder Puzzle. Der Dampf kann so kalt nicht sein und ich kann keine Gatter oder Röhren finden. Vielleicht Hologramm? Man muss es nochmal nachdenken. Ja, schön. Alben, Fäden, Nadeln. Hier müssen wir auch weitermachen. Kaufen will ich nix. Auch wenn es, wie gesagt, nur Spielgeld ist. Aber das schaffen wir locker so. Was ist das? Modus Versteck. In diesem Modus ist die Zeit... Oh, schön. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Feder, 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 Feder. Yes, ich kann mich erinnern. Wie viel Zeit haben wir? Ja, 2 Minuten. Okay. Hier, ne? Die Weinflasche. Jetzt wird's wieder kritisch, ne? Maus, komm, die Weinflasche noch. Kacke. Kacke. Hier drin? Hier drin? Gib mir Wein! Ich brauch Wein! Danke. Ach, es geht noch weiter. Ach, verdammte Axt. Was ist denn das? Warte, ich muss mal ein bisschen höher... Ah, das ist der Besen. Wo ist denn der Besen? Okay, also das brauchen wir. Den Hut. Der kann ja so weit weg nicht sein. Hut? Toll. Und der Besen. Ah, der müsste doch gut sich... Nee. Boah, hör auf, jetzt scheitert's aber nicht am Besen. Das ist doch der Besen. Warte, ich guck mal. Doch, das muss der Besen sein. Ihr seht das besser. Bei mir ist unten ganz leicht abgeschnitten. Weil es das nicht im Vollbildmodus gibt. Scheiße. Ist der Besen. Kacke. Mann. Ah, toll. Ja, ich übersehe sowas gern. Puh, geschafft. Oh, beide erfüllt. Wir haben also diesen Knopf da gefunden, diese Taste. Jenny. Ja, das haben wir gelesen. Einmal vollenden. Puzzle. Hast du alles gefunden? Toll. Ja, wir sind super. Danke. Gut, das auch vollenden. Von Jack. Danke, ich denke, diese passt. Weißt du, diese Uhr hat mir noch mein Vater geschenkt. Er zog sie von der Hand aus und schenkte. Jim hat damals nichts gesagt, aber er neidete sehr. Also gut, sprechen wir nicht über die Vergangenheit. Gut, dass sie jetzt in Ordnung ist. Schön, freut mich. Die Zeit erhalten. Wieder Jack. Es scheint, die Taste war nicht genug. Die Spannfeder soll erneuert werden. Siehst du an? Ja, die soll hier herum sein. Oh, jetzt wird's wieder mies.
Versuche im Keller in Wörter zu suchen. Und auch brauche ich einen Schraubendreher für die Uhr. Aber besser einige. Wenn die Uhr bleibt stehen, niemand im Haus wird die Sollzeit wissen, Meister Yoda. Gut, machen wir. Naja, hier sind wieder Wörter, genau. Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Kann ich nicht lieber was kaufen? Ich glaube, ich kaufe hier lieber nochmal sowas, oder? Wenn ich so ein kräftiges Abendessen, ist jetzt vielleicht zu viel? Oder bleibt das? Ich glaube, das bleibt. Komm, machen wir... Wow. Ich hoffe, wir haben das jetzt nicht verschwendet, weil Aufnahmezeit ja begrenzt ist. Aber ich denke mal, es bleibt. Und ansonsten, mein Gott, ist halt so. So, der Schöpflöffel. Die Teigrolle. Die Teekanne. Ja, hinter der Münze versteckt. Die Karre. Und die Wassermelone. Oh, das ging schnell. Oh ja. Schlägt sich auch auf die Bewertung nieder. Sehr schön. So. Wechseln. Das Album mit Schmetterlingen von Jenny Wallace. Ich dachte, hier kommen übrigens noch mehr Leute. Sind irgendwie nur die drei bisher. Und natürlich der Puppenspieler. Mal gucken. Da kommt bestimmt noch was. Jetzt kann man endlich die Schmetterlingssammlung zusammenstellen. Vielleicht kann ich mich dann an etwas Wichtiges erinnern. Das wäre sehr schön, meine Gute. Ja, jetzt können wir das machen. Yeah. Die Sammlung ist... Ja. Gratulation, Sie haben die Sammlung die Schmetterlinge zusammengestellt. Eine Packung Saft und einen Laser bekommen wir dafür. Sehr gütig von euch. Wir schließen das ab. Okay. Mir fällt ein, dass ich einmal auch geholfen habe, einen Schwalbenschwanz anzuheften. Der kleine Sammler konnte mit der Nadel gar nicht umgehen. Ein helles Kinderhaar. Danke, Michi. Ich habe mich ans Gesicht des Jungen erinnert, den ich in meiner Kindheit gekannt habe. Warum nur haben die Eltern von ihm nie etwas erzählt? Seltsam. Ja, seltsam. So, können wir hier weitermachen noch beim guten Kerle. Schraubenzieher holen oder Dreher. Ah, wir könnten... Na, wir lesen erst noch das Tagebuch. Ich half Jenny eine Sammlung von Schmetterlingen zusammenzusetzen. Sie hat sich so viel erinnert. Ja, welche der erste gefangen wurde, welche gekauft wurde und welche sie zum Album anzusetzen half. Hauptsächlich fiel das Gesicht des Jungen ein, der sie fing. Ich glaube, das wäre fast auf Englisch geschickter, wenn wir das spielen, aber habe ich auf Steam nicht gesehen. Das erste Puzzle ist zusammengestellt, der erste Schlüssel gefunden. Es ist ja höchste Zeit, sich an die Zusammensetzung des zweiten Hinweises heranzumachen, der dir das Versteck im Wohnraum andeuten wird. Oh. Nee, warte mal. Dafür haben wir die Zeit nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann machen wir lieber das hier noch, ne? Dann machen wir... Ja, das, also das macht mehr Sinn jetzt. Weil das dauert wieder ewig mit mir. Ihr kennt mich ja, ihr habt es ja gesehen. Nein. Immer die falsche, Mensch. Die Taschenuhr hängt wieder hier oben. Katzenstatuette. Wo ist denn die schon wieder? Ist. Aha. Okay, die steht wohl auch immer hier. Schultasche ist sowas hier. Und Handschuhe haben wir hier. Okay. Schön. Sie behalten die Oberhand. So will ich das. Den können wir noch machen. Okay, machen wir den hier noch. Eintreten. Und dann war es das wahrscheinlich wieder für die Folge. Muss ich dann mal kurz auf die Uhr gucken. Was ist denn das? Das Zeug hier. Okay, die Truhe will er. Die Uhr. Die hängt immer hier oben. Okay, das können wir uns merken. Papiertasche. Und hier haben wir jetzt noch dieses doofe Ding. Die Maske. Ja, wo ist die Maske? Aha.
Okay, da haben wir alles. Prima, abgeschlossen. Schön. Okay, mit dem sind wir noch nicht fertig. Einen von drei Schraubenziehern haben wir. Okay. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich wünsche euch, wenn heute der 5. ist, dürfte das Wochenende bald rum sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall dann eine schöne Woche. Und ich bin ja dann auch wieder da, ne? In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.